Es ist der erste offizielle Auftritt von US-Präsident Trump nach seiner Wahlniederlage, die er noch immer nicht anerkennt. Am sogenannten Veterans Day, zu Ehren der Kriegsveteranen, besuchte er den Nationalfriedhof Arlington, um der toten Soldaten zu gedenken. Trump, der selbst nie gedient hat, soll sich mehrfach verächtlich über amerikanische Gefallene geäußert haben. Im Wahlkampf hatte das Thema eine Rolle gespielt. Seit dem von US-Medien verkündeten Sieg seines demokratischen Konkurrenten Biden wütet Trump gegen den angeblichen Wahlbetrug. Einer, der die Vorgänge in den USA genau beobachtet, ist Professor Thomas Jäger, Politikwissenschaftler von der Uni Köln. Das Weiße Haus hat alle Regierungsbehörden angewiesen, nicht mit dem Biden-Team zusammenzuarbeiten. Was sind die Folgen? Die Folgen sind, dass das Transitionsteam von Joe Biden eben nicht an die Informationen bekommt, dass sie ihre Mitarbeiter nicht vorbereiten können, dass keine Sicherheitsüberprüfungen gemacht werden können, um dann wirklich in die Regierungsgeschäfte einzutreten, wenn es soweit ist. Denn das ist ein Prozess, der eigentlich über Monate hinläuft. Joe Biden hat das Team seit Juni vorbereiten lassen. Und jetzt wollte man nun wirklich an die Behörden ran, an die Informationen ran, sich für die Regierung vorbereiten. Und Trump unterbindet das, weil er sagt, ich habe gar nicht verloren. Trump platziert jetzt gerade auch Gefolgsleute im Verteidigungsministerium. Muss man sowas als Drohung verstehen? Ja, das ist vor allem der Versuch, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn Donald Trump sieht ja immer noch einen Weg oder zwei oder drei sogar, wie er Präsident bleiben kann. Also einmal, und das ist er wahrscheinlich der Einzige, hofft er noch, dass die Gerichtsurteile irgendwas an den Ergebnissen in den Bundesstaaten ändern. Das wird nicht der Fall sein. Aber es könnte gut sein, dass er in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania bis zum 8. Dezember so viel Verwirrung stiftet, dass dort die Landesparlamente die Wahlleute bestimmen. Und da haben die Republikaner die Mehrheit. Also das ist ein schmutziger Weg zum Präsidentenamt, aber einer, den Donald Trump gehen würde. Und wenn sein Außenminister jetzt sagt, es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben, wie sehr beschädigt das die Rolle des Außenministers als oberster Diplomat der USA? Das beschädigt sie nur in den Augen der Demokraten in den Vereinigten Staaten und all der Regierungen, die Joe Biden inzwischen gratuliert haben. Aber das ist der amerikanischen Regierung ziemlich egal. Denn Mike Pompeo spielt genau auf den Weg an, den Donald Trump scheinbar zu gehen bereit ist. Denn man muss immer wieder sagen, auch wenn Joe Biden 4,5 Millionen Stimmen mehr bekommen hat, auch wenn er in den Bundesstaaten, die ich gerade genannt habe, gewonnen hat und das immer mit einer anständigen Marge von fünfstellige Zahl, die am Ende entscheiden die Wahlleute am 14. Dezember. Und wenn es gelingt, hier einen Coup zu landen, dass nämlich die Wahlleute von den Landesparlamenten bestimmt werden und die sagen, ja, unser Ergebnis stimmt ja gar nicht, eigentlich haben die Republikaner gewonnen, dann wird das in den Vereinigten Staaten sicher eine Verfassungskrise auslösen, aber es wird die Frage sein, wie die am Ende ausgeht. Und sind Sie da positiv gestimmt oder sind Sie da negativ gestimmt? Ganz kurz bitte noch. Das ist eine Beschädigung der Demokratie, die hier stattfindet, die die Regierung vor sich nimmt, um sich an die Macht zu hängen. Professor Thomas Jäger, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie für uns Zeit hatten.